Auf sein Gesicht. Klebt es ihm voll aufs Gesicht. Tommy! Oh, hey Boss, alles klar? Gut, dass du da bist. Dir, Boss. Ich will zu Pepe zum Mittagessen, aber Carlo ist krank. Fährst du mich? Klar, Boss. Bravo. Bin schon am Verhungern. Hast du eine Waffe? Ja. Brauche ich sie denn? Ach, du weißt doch. Morello hat lang nichts von sich hören lassen. Ich bin einfach nur vorsichtig. Wie läuft das Geschäft, Tom? Sie wissen, wie es läuft. Gut. Sicher, ich kenne das Geschäft. Ich sehe mir jeden Tag die Bücher an. Aber seit diesem Vorfall weiß ich, dass ein Capo mit seinen Soldaten reden muss, ohne dass jemand dazwischenfunkt. Wir haben jetzt mit besseren Leuten zu tun. Und mir gefällt das mit den großen Tieren, die auf der Schmierliste stehen. Alles ist besser als die Gauner, die ihren Fusel vor Aufhebung der Prohibition verhökern wollen. Ah, das ist nur der Anfang, Tom. Ich habe Pläne. Viele gute Leute, die mitmischen wollen. Gut zu hören. Ist bestimmt schön, von Pauli und seinen verrückten Ideen mal weg zu sein. Die Unterhaltung ist besser, Boss. Stimmt. Natürlich. Aber ich, Sam und Pauli, wir sind ganz eng. Wir haben schon viel zusammen durchgemacht. Ah, kann ich mir vorstellen. Ich freue mich schon die ganze Woche. Du musst unbedingt die Cassata probieren, Tommy. Ach. Oh, mehr Wein. Hey, mehr Wein. Beeilung. Schnell. Sie werden den Wein lieben, ist dann. Don Salieri. Willkommen, mein Freund. Willkommen. Schön, dich zu sehen, Pepe. Hey, los. Unser Gast ist da. Was gibt's denn heute Feines? Meine Mutter, sie wäre geehrt, wenn Sie Ihre Caponade probieren. Ausgezeichnet. Bravo. Molto bene. Oh, hier ist Ihr Platz, ja? Setzen Sie sich bitte. Und zum Essen einen Chianti. Extra für Sie reserviert. Oh, bene, bene, bene. Okay. Zum Wohl, ne? Ich freue mich, dass du trocken bist. Sarah hatte gedroht, mich zu verlassen. Ich weiß. Sie hat's erzählt? Nein. Ich habe es ihr geraten. Trinker werden nachlässig. Du sollst nichts machen, was wir nicht verzeihen können. Ah, für Sie? Ah, Pepe, das Essen ist köstlich wie immer. Oh, molto grazie, Don Salieri. Ein Lob von einem Gourmet wie Ihnen ist eine große Freude. Wenn du wüsstest, was ich gestern gegessen habe. Runter! Was zur Hölle? Moment!
Bastarde! Verdammt, schade um den Wein. Hey, Salieri! Komm raus, dann machen wir es schnell! Räucher sie aus, Joe. Scheiße, Deckung! Wir gehen lieber hinten raus. Können Sie laufen? Nicht schnell genug. Sie werden diesen Schweinen auflauern. Ich lenk sie ab, du schleichst dich raus und überraschst sie von vorn. Wirklich, Boss? Mach sie fertig, Tommy. Von denen geht keiner mehr heim. Okay, Boss. Passen Sie auf. Tom, mach einfach schnell, ja? Eier. Hast mir echt den Arsch gerettet, Tom. Wir müssen weg, Boss. Die Cops sind gleich da. Wir brauchen einen Moment, um etwas Luft zu holen. Ich fahre Sie zurück zur Bar. Nein, nicht zur Bar. Wir gehen zu Carlo. Der Hurensohn wusste, wo ich hin wollte. Und hat auf krank gemacht. Er hat Sie verraten. Ja. Uns, Tom. Du hättest auch drauf gehen können. Ja, ich weiß, Boss. Carlo wohnt mit seiner Kleinen in Holbrook. Bin gespannt, was ihm zu der Sache einfällt. Gib Gas, Tom. Jede Minute, die Carlo länger am Leben ist, macht mich wütender. Klar, Boss. Unfassbar, diese Bastarde wagen es, mein Auto zu schrotten. Das muss Carlo gewesen sein, oder? Sein Alter und Morillo waren enge Freunde, als wir anfingen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ob bei seiner Beerdigung geheult, bei seinem Sohn werde ich lachen. Seine Mutter ist Witwe, Tom, und jetzt sorgt er dafür, dass sie ganz alleine ist. Wozu? Für Kohle, um Stoff zu kaufen und für meinen Fußabdruck im Gesicht. Jemand im Norden von North Park? Weißt du was? Ich bin froh. Froh, dass es passiert ist. Ein Maulwurf weniger. Und endlich kommen wir an Morello ran. Heute ist es soweit. Fühlt sich so an. Man nimmt einen Karl auf, gibt ihm einen Platz in der Familie und zollt ihm Respekt. Und dann zahlt er es einem so heim? Wenn er es war, wo hat er uns noch verpfiffen? Die Farm, das Wettbüro, der Hinterhalt in der Parkgarage, das könnte alles er gewesen sein.
4 kommen erst drauf, als der Typ versucht, mich kalt zu machen? Carlo erwartet uns vielleicht schon. Nein, Tom. Mein Gesicht ist das erste und letzte, was das Schwein zu sehen kriegt. Verdammt. Was? Verdammt, Lisa, Anna. Verschwinde, lieber Kleiner. Ich mach dich fertig, Carlo. Alles okay, Boss? Ja, hol kurz Luft. Etwas außer Atem. Yeah. Junge, verdammt ist der schnell! Knapp in dir! Alter! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Komm zurück, Carlo! Sie bringen dich um! Wir sind nicht fertig mit dir! Tommy, bitte! Ich kann's erklären! Denk drüber nach, Tom! Bitte! Lass mich mit dem Boss reden! Ich kann's erklären! Tommy, hör mir zu! Morello, er wollte meine Mutter töten! Ich musste! Lebt er noch? Bin nicht sicher. Jetzt wissen wir es. Sergio, wie geht's? Alles klar? Sicher. Wer ist das? Warte. Ist das Gordy? Ja, hey Gordy, was läuft, Mann? Hab dich kaum erkannt. Was hat er gemacht? Du sagtest, es gibt Probleme unten bei den Dogs, hm? Ja, aber das kriege ich schon hin. Tja, hab mich umgehört. Der Kerl hat einen Streik geplant. Streiks sind schlecht fürs Geschäft. Es sei denn, wir haben Interesse daran. Richtig. Ich will, dass die Gewerkschaft eine neue Führung kriegt. Meinst du nicht auch? Klar. Gut. Gut. Was ist mit der anderen Sache? Darum bin ich hier. Salieri lebt noch. Oh, Gott verdammt! Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Unsere Männer sind tot. Das Restaurant ist hinüber. Hör auf zu jammern! Wir besprechen hier was. Was ist mit Carlo? Haben ihn gefunden. Der Kopf war matsch wie eine überreife Wassermelone. Hab sowas noch nie gesehen. Salieri hat rausgekriegt, dass Carlo unser Mann war. Verdammt, ich kann so nicht denken! Es wird Krieg geben. Ich hab gesagt, du sollst das Maul halten! Wir sind im Krieg, seit wir Pepone töteten. Aber jetzt wird es hässlich. Was soll ich machen? Dreh deine Runden. Seid wachsam und haltet die Knarren bereit. Okay. Ich werd's durchgeben. Hey! Pass auf dich auf, Bruder. Du auch, Don Morello.